Es ist eines der ältesten in Deutschland. Das Krematorium auf dem Coburger Stadtfriedhof wurde im Jahr 1907 von Max Böhme gebaut. In diesem Zuge entstand auch das Gesamtensemble mit der Aussegnungshalle und der heutigen Friedhofsverwaltung. Die Feuerbestattung in Deutschland ging 1878 los, in Anführungszeichen. Da wurde das erste Krematorium in Gotha gebaut, das ja auch zu diesem Herzogtum Sachsen-Coburg und Gotha gehörte. Und dort war es ähnlich wie auch in Coburg, dass ein Feuerhilfeverein vom Prinzip für die Finanzierung gesorgt hat. Feuerbestattungen waren Anfang des 20. Jahrhunderts noch nicht selbstverständlich. Nur etwa 5 bis 10 Verstorbene wurden damals im Jahr kremiert. Heute sind es 2500, die im Jahresdurchschnitt im Coburger Krematorium ankommen. Warum wurde das im Herzogtum Coburg gebaut? Einfach aus dem Grund raus, weil wir damals einen verhältnismäßig liberalen Herzog hatten, der neuen Ideen aufgeschlossen war, der Freigeistern aufgeschlossen war. Und von daher war das der perfekte Standort. Es kam dann noch ein zweiter Gedanke hinzu, der dann den Krematoriumsbau in Hamburg zum Beispiel beschleunigt hat. Die Epidemien, die damals dann grassierten, in Hamburg 1892 war die Cholera-Epidemie. Und die hat dann den Bau des Hamburger Krematoriums dementsprechend beschleunigt, weil man nicht mehr wusste, wohin mit den Verstorbenen. Im Laufe der Jahrzehnte wurde das Dreigestirn, bestehend aus Krematorium, Leichenhalle und Verwaltungsgebäude, saniert und erweitert. Auch der Prozess der Kremierung ist heute anders als in den vergangenen Jahren. Vom Prinzip war es früher üblich, dass natürlich der Kremationsofen mit Koks beheizt wurde und die Heißluft den Verstorbenen dann so erhitzt hat, dass er sich selbst entzündet hat bzw. den Sarg entzündet hat und dann die Kremation in Gang gesetzt hat und in Gang gehalten hat. Heutige Zeit ist es so, dass dementsprechend natürlich andere Brennstoffe zur Verfügung stehen, entweder Öl oder Gas, und dementsprechend der Kremierungsprozess am Laufen gehalten wird. Auch das Umweltbewusstsein hat sich geändert. An Emissionsschutz dachte damals keiner. Heutzutage sind wir überwachungspflichtige Anlage und müssen dementsprechend Richtlinien einhalten in Bezug auf CO2, in Bezug auf Gesamtkohlenstoff, in Bezug auf Stäube, auf Dioxine und Furane. Das Krematorium am Coburger Stadtfriedhof ist eines von vielen Bauwerken, das auf eine lange Geschichte blickt.